Ich mache das einfach wirklich nur aus Spaß, manchmal drauf zu spielen. Aber eigentlich soll es wirklich als Kunstwerk betrachtet werden. Klein, aber oho, die gebürtige Lübeckerin Maria Sandner baut Mini-Geigen, 16 cm groß bzw. klein. Ich wollte immer schon wissen, wie klein kann man bauen, um einfach genauso perfekt eine Geige zu bauen wie eine große im Kleinformat. Die Idee? Ein Kindheitstraum. Auch der Vater ist Geigenbaumeister. Mein Vater hatte in den 70er Jahren schon einen Werdegang in seiner Werkstatt hängen. Unter dem Werdegang versteht man einen Schaukasten, der 20 Teile in Miniaturgröße beinhaltet, an Geigen in unterschiedlichen Stadien, Entwicklungsstadien. Und so kann man halt den Geigenbau erklären. Und der hat mich immer fasziniert. Also da bin ich als kleines Kind schon immer vorbeigelaufen und fand den total klasse, weil ich Miniatursachen überhaupt total schön finde. Und das hatte ich mir immer schon als Ziel gesetzt, sowas auch mal zu bauen. Ihre große Schwester Andrea Masurat baut in Lübeck normal große Geigen. Auf ihre kleine Schwester mit den Mini-Geigen ist sie stolz. Das bin ich auf jeden Fall. Sie macht echt eine tolle Arbeit. Naja, Geigenbau ist ein Kunsthandwerk. Und ob man jetzt große oder kleine baut, das ist vollkommen egal. Mit dem Corona-Lockdown vor 2 Jahren kam die Ruhe und die Gelegenheit. Seitdem hat sie schon 20 Mini-Geigen gebaut und verkauft. Kostenpunkt mehrere tausend Euro. Nein, verrückt ist da keiner. Also das sind Liebhaber und ganz unterschiedlich. Aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen sie. Also manche sind Kunstliebhaber, die einfach wirklich Gemälde und auch Skulpturen sammeln und jetzt auch meine Geige haben. Die XXS-Geigen stehen inzwischen schon in Israel, den USA und Asien. Zum darauf spielen sind sie eigentlich nicht optimal. Doch Maria ist sich nicht zu schade, wenn sie darum gebeten wird. Klingt sicherlich ein bisschen schräg, aber das ist Maria Sandner egal. Denn über sie spricht die ganze Geigenbranche derzeit nur in den höchsten Tönen.